Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. Wir sind ja noch immer bei der U-Bahn hier, dieses Gebäude da drüben, das haben wir ja beim letzten Mal noch leer gemacht. Heute würde ich sagen, stürmen wir mal dieses Gebäude hier. Ich habe schon zwei Zombies hier erledigt. Und ja, wir gucken uns halt einfach mal noch ein bisschen um hier und schauen mal, was wir noch an Sachen finden. Vielleicht finden wir auch noch ein paar rote Gegenstände, das wäre natürlich super. Aber, naja, ist halt wieder so eine Glückssache, ne? So, wir zerlegen natürlich auch alle Autos. Und dann schauen wir uns einmal das Gebäude an. Und, ja, ihr seht ja, ne, wie viele Gebäude das es da gibt. Ups, ich bin auf die Windows-Taste gekommen. Gut. Da dachte ich mir schon, dass die explodiert. So. Ich halte mich jetzt ein bisschen dran, dass ich einsammle. Und Ella im Grunde nichts machen lasse. Die sollte sich dann eher um die Typis hier kümmern. So. Aber wir haben natürlich nicht sehr viel Platz im Inventar, ne? Das wissen wir ja. Aber trotzdem brauchen wir das Zeug. Wie schaut es denn eigentlich mit? Ja, Kaffee ist noch gut. Kaffee ist noch genug da. Da werden die wahrscheinlich hier innen drin vielleicht ein bisschen rumhausen. Wenn ich jetzt halt hier draußen rumklopf. Na, da haben wir wieder eine schwebende Kiste. So, oh ja, schön. Gleich nochmal Sprit. Oder besser, naja, gut, Öl. Aber Öl ist ja auch Sprit, ne? So, bist du auch zum Zerstören? Da noch irgendwas? Ups, was ist jetzt gewesen? War das sicher ein Aufkennt jetzt? So, wir gehen nur mal rum ums Gebäude. Und dann gehen wir da vorne rein. So. Ja, da gehen wir dann auch noch hin. Servusle. Ich will mir auf jeden Fall noch einiges an Munition sparen. Dankeschön. Hier. Wir müssen auch mal gucken wegen den Tierchen, die wir hier noch erledigen müssen von den Quest her. So, ich hoffe mal, dass hier auch vielleicht noch Spulen drin sind. Das wäre nicht schlecht. Also wenn wir jetzt dann voll sind, dann fahren wir auf jeden Fall zurück. Moment, so. Upsa, du hast mir jetzt erschreckt. Genau. Der hat mir jetzt erschreckt, der Kerl. Und Bücher oder sowas finden wir eh nicht mehr. Die können wir ja dann eh nur noch zerlegen. Außer wir finden noch einen Studenten, aber die sind wirklich äußerst selten hier. Also generell sehr selten. Munition? Ja, Gold. Gold und eine Karte. Wieder mal so eine komische Eintrittskarte. Wir können natürlich auch immer wieder zu dem einen Soldatentypen da in den Keller huschen.
Weil die müssten ja wieder auftauchen. Glaube ich zumindest. Und da könnten wir ja dann das Glück haben mit einer roten irgendwas. Rote Waffe oder rote sonst was. Wäre, glaube ich, ganz gut. Die steht, irgendwie steht sie mir immer im Weg. Ich weiß nicht. Es ist schön, dass sie dabei ist, aber sie steht mir sehr häufig auch im Weg, ne? Oder springt mir auf den Kopf rum. Ups. Oh, komm. Oh Mann, das war jetzt erwartend bei. Na danke, da habe ich wieder nicht dran gedacht. Mit sehr viel Schaden machen es mir eh nicht mehr. Oh Ella, was ist denn heute mit dir? Sperre ich dich gleich irgendwo ein. So, nächster. Aber hier wird es wahrscheinlich eine Spule geben, oder? Im obersten Stockwerk ist ja meistens dann, wenn man sich dann durchgehackt hat, durch die Stockwerke, findet man ja meistens nochmal irgendwie einen Koffer mit Spulen. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht in dem Gebäude, dann wenigstens in dem nebendran. Da unten habe ich... Nee, das waren Schränke, die ich doch schon aufgemacht habe. Ach so, oder das sind... Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe da unten alles. Anscheinend war ich jetzt gar nicht in allen Räumen drin, ne? Doch. Was habe ich denn jetzt da gesehen? Dich habe ich. Da geht nichts. War das doch im Nachbarhaus, ne? Na gut. Ella, wir gehen weiter. Die Nachbarschaft wartet. Genau, dann bist du beschäftigt wenigstens. War das der Schrank, den ich da gesehen habe? So, da unten ist nix. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben auf jeden Fall noch Platz. Ja, aber ich denke, wenn wir durch das Haus durch sind, dann fahren wir einfach mal zurück. Mal entladen. Halt, war ich jetzt da vorne drin? Ja. War ich drin? Muss bloß noch die Kiste da sein irgendwo. Ella!
Ich will sie halt auch nicht draußen stehen lassen irgendwo, so von wegen Stopp. Ist ja auch ein wenig fies dann. So, da haben wir alles. Nächstes Stockwerk. Wie gesagt, das letzte. Noch ein Dösle und Eisen. Wo hüpft denn du schon wieder rum? Irgendwie ist die draußen. Ach nee, da unten. Die Treppen. Munition. Auf jeden Fall immer gut. Und da ist noch ein Schrank. Jawohl, gut. Halt. Jede Box wird zerlegt. Dann sind wir eigentlich hier auch schon wieder rum. Wir könnten uns ja mal unser Moped holen da vorne. Nein, zerstören. So, wie schaut es denn aus mit dem Platz? Also wir haben auf jeden Fall noch ein wenig Platz. Ein paar Sachen könnten wir auch zerlegen. Schnappen wir uns mal unser Motorbike. Und fahren mal dorthin. Dann können wir das vielleicht hier gleich hier hinstellen. Dann machen wir nämlich das Haus dadurch. Ja, ist in Ordnung. Du musst bloß draufschwingen und ich steig dann hinterher. Na gut, mache ich eh nicht, aber... Ich habe die Ente gehört und ich habe sie gesehen, aber sie ist weg. Schade. Schade, schade. So. Ja. Ja, dann schnauf ruhig durch. Ich komme auch alleine klar. Dann stehst du mir wenigstens nicht im Weg. Sowieso. Oh. Moment. Einmal kalter Kaffee. Das ist... Ja. Sie müsste eigentlich noch haben. Also der habe ich, ihr habe ich ja erst gegeben. Wenigstens noch einen Ausrüstungsschrank oder irgendwas, wenn wir finden würden, das wäre nicht schlecht. Noch mit einem roten Teil drin. Yes. Oh ja. Da sind viele Spulen jetzt gewesen. Schön. Und vor allem diese lilanen. Da werde ich mich auch einmal eingehend damit beschäftigen nochmal. Aber das werde ich wahrscheinlich mal unabhängig von dem Part machen, dass ich dann wirklich mich mal da intensiv damit beschäftige. So, okay. Dann haben wir das Haus leer. Dann können wir da vorne noch rein. Euch habe ich.
Man schafft schon einiges in dieser halben Stunde bis 40 Minuten, die ich ja immer mache jetzt. Ist Munition. Auch. Und wieder so eine Zugangskarte. Diesen Zugangskarten gibt es echt viele, ne? Oh Mann. Ach, das magst du schon. So. Ui. Hat sie was fallen lassen? Nein. Also das Looten macht total Spaß, ey. Das könnte ich ewig machen. Einfach hier durchrennen und die ganzen Schränke und so weiter leeren. Und wenn wir das Material haben, dann könnte man eigentlich auch schon wieder eine Werkbank bauen, ne? Dass man die Sachen zerlegt, weil dann hätte ich schon wieder mehr Platz im Inventar. Weil es ist halt doch kein kurzer Weg hierher, ne? Ich möchte das dann hier unten noch durchgehen, bevor ich nach oben gehe. Eins nach dem anderen, ne? Ja, okay. Wir haben voll. Wieder einmal haben wir voll. Schau mal, ob du hier Produktion, Maschinentisch, Spulenwerkbank mache ich jetzt nicht. Ja, machen wir Maschinentisch einfach so. Weil es ja wurscht ist. Ich möchte nur Sachen zerlegen. So, das sind meine Sachen. Den hebe ich hier auf. Elektroschocker, 8-fach Zielfernrohr, Laservisier. Ja, komm, den mache ich auch weg. Elektronischer Stromkreis. Ja, zerlege ich auch. Zellen zerlegen wir. Stecker zerlegen wir. Das sind. Ja, lass doch du mich in Ruhe jetzt. Wir machen das alles kaputt. So. Nägelseile. Das lassen wir. Goldbarren lassen wir. Titan, Magnesium. Das lassen wir alleine schon deswegen, weil wenn wir Sachen zerlegen, dann kriegen wir ja da auch wieder Zeug raus. Bremsflüssigkeit, das brauchen wir alles nicht. Holzbretter und so weiter. Dann haben wir jetzt hier schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Die 8 bitte. So, dann noch mal ganz kurz den Schrank hier. Oh, ich habe jetzt gedacht, da ist nochmal ein Schrank. Aber das war die Tür, die es angezeigt hat. So, da waren wir. Da waren wir noch nicht. Wäre gut, wenn wir zumindest das Gebäude hier noch durchmachen. Wir können natürlich erst nach komplett oben gehen, weil wenn oben nochmal eine Box ist mit Spulen, dass ich die dann vielleicht zuerst nehme. Weil die Spulen, die wären wichtiger wie alles andere. Aber gut, eins an den anderen. Es ist besser. Lieber schmeiße ich dann was raus.
ein bisschen Platz haben wir ja auch noch im Motorrad. Ella hat auch noch ein wenig Platz. Und wenn ich versuche, an ihr vorbeizulaufen, dann versucht sie immer, mir trotzdem weiterhin im Weg zu stehen. Ne? So. Das ist, als würde sie immer mitgehen. So richtig absichtlich. Wir sind eh schon ganz oben, ne? Ja, aber so wie es ausschaut, ist hier keine Box. Eine haben wir ja wenigstens gefunden. So, da sind noch Server. Ah, da haben wir wenigstens einen Schrank. Und wieder nichts dabei. Mann, das da können wir wenigstens mitnehmen. Alles andere, ich weiß nicht. Plasmaschild könnte es sein, dass wir da dann Titanbarren oder irgendwas rauskriegen. Den da nehmen wir mit. Das da nehmen wir mit. Das da nehmen wir mit. So, warte mal. Ella, komm mal her. Ich gebe dir mal noch ein paar Spulen. Die hat ja eh noch ein bisschen mehr Platz, ne? Dann gebe ich dir auch einmal noch die Sachen hier. Was gebe ich denn dir noch? Ich könnte dir das ganze Fleischzeugs geben. Weil das ist für mich jetzt nicht wirklich relevant. Das Landpapier. Nee, passt schon. Dann nehme ich doch alles noch mit. Gut. Halt, da ist ein Raum. So, ich wollte aber heute auf jeden Fall noch looten, also... Dann fahren wir mal ein Stück vor, Ella. So, spring auf. Nur ein Stück vor. Dann können wir hier vielleicht die Sachen... Ja, ne? Ich mache mal bloß die Dinger hier, die Laternen. So, und? Na, was ist los? Immer wenn ich das erste Mal Gewehr in die Hand nehme, immer wenn ich das erste Mal Pistole oder sowas in die Hand nehme und ziele, hängt sich das Spiel auf in dem Moment. So, ich weiß nicht, von denen müssen wir auf jeden Fall einige auch killen, von den Quests her, von diesen Winterwildschweinen oder was weiß ich, was das sind. Kampfquest, das ist das hier. Deswegen leuchten die auch immer auf, ne? Kopfschüsse, die doppelten Schaden verursachen. Das heißt, ich müsste eigentlich auch mal mit dem Bogen unterwegs sein. Rohr mit angebrachtem Sägeblatt. Anhängen, Rohr, Säge. Auf sowas habe ich halt gar nicht geguckt, ne? Aber es bringt halt auch wieder Stärke.
Das sind echt so Sachen, die habe ich noch nicht. Anhängen, Speer, Dornengriff. Neuschmiedenden Speer. Kopfschuss, Speer. Alter Schwede. Das sind ja richtig, richtige Knacknüsse dabei, die wir da noch machen müssen. So, aber ich wollte eigentlich von Überleben herstellen, Hauptgeschichte bauen. Wo war denn das mit den Tieren? Ich weiß es nicht mehr. Das ist das mit den Motorrädern. Was ist das da eigentlich? Also haben wir schon. Verstärktes gepanzertes Boot herstellen Quest. Das war wahrscheinlich bei den Überlebensquests, ne? Wo wir das dann noch zu machen haben. Was haben wir hier noch? Ausrüsten, eine Fackel ausrüsten. Das ist Aufmerksamkeit und plus eins. Kann ich die eine Zoo herstellen? Handgemacht. Haben wir Fackel? Was brauche ich da? Einen Ast. Ich lache mir einen Ast. Ein Kraut, Kirsche. Ja, kein Ast dabei jetzt. Achso, du bist nix. Ich will jetzt ja nicht unbedingt einen Baum fällen. Ich will jetzt keine Hölzer mitnehmen. Der Zoom ist extrem. Ja, dachte ich mir. Ella, Anweisung. Na, ich habe jetzt gedacht, du hebst das da auf. Oh Mann, du sollst keinen Baum fällen, bitte. Plünderung, ach komm, Austausch. Ich schmeiß dir die Sachen jetzt halt hier wieder rein. Dann hast du dieses ganze Essensgedöns drin. Das gebe ich dir dann auch gleich. Jetzt holen wir uns noch das Schaf. Das ich hoffentlich finde. Wo ist denn das jetzt? Weil ich brauche, glaube ich, diese Wolle oder sowas, was das Schaf hat. Boah, wo hat mich das erledigt? Weil ich halt losgerannt bin, wieder ohne zu gucken, ne? Ich bin wahrscheinlich schon drüber gelaufen und hab's nicht einmal gemerkt. Echt so ein Mist. Warte mal, aber ich kann doch dir sagen, dass du sammeln sollst hier. Plünderung synthetische Objekte. Und dann müsstest du doch trotzdem auch die Tiere. Nee, das macht sie ja nicht, ne? Tiere lootet sie ja nicht. Ja, so ein Mist. Da! Oh, danke. Danke, danke. So, komm mal her. Dann mache ich dir das hier gleich wieder aus. Austausch. Du kriegst das Chicken, du kriegst die Sachen hier, du kriegst die Kräuter und es passt. So. Ich sehe jetzt halt hier leider keins von den Viechern rumlaufen. Ella, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal her und dann mit dem Panzer. Fleisch, Knochen, Tierdarm, Schafshaut, genau. Und die Schafshaut, das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Wo ist es denn? Ach, Schafshaut. Für die nächsten Upgrades und so weiter. Ich glaube, Ella, wir fahren zurück. Und zwar hier rüberwärts.
weil das einfach die kürzere Strecke ist und wir werden dann auch beim nächsten Mal wieder hier hinfahren. Das heißt, wir schwingen die Hufe, machen einmal einen Nachhause-Trip. Komme ich da vorne durch? Nee, ne? Hast du ein Glück, dass ich jetzt keine Lust mehr habe zum Looten, du Adler? Ich glaube zumindest, dass es Adler war. Ente, wunderbar. Was? Ich lasse dich doch nicht zurück. Du sitzt doch mit drauf auf dem Moped. Das Ding fährt richtig schnell, ne? Warte mal, schau mal drauf. Okay, wir fahren auf jeden Fall richtig. Also in die richtige Richtung, wegen dem lila Dingsi da oben auf der Karte. Aber ich darf nicht darum fahren. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, lang. Ja, das habe ich mir nicht so gemerkt, wie ich es mir hätte gerne merken wollen. Aber ich war hier auch wirklich noch nicht sehr häufig unterwegs in der Gegend. Aber ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, genau da vorne ist die Superbrücke, die ich da gebaut habe. Ui! So, ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt unbedingt so einen Kaffee trinken muss, weil wir sind jetzt dann gleich im Wüsten, im normalen Biom wieder. Und so viel Schaden nehme ich jetzt halt auch nicht. Von dem Ding hier. Ja, wegen dem Wald wollte ich eigentlich das abstellen, dass Bäume nicht nachwachsen. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit den Tieren, ob die respawnen. So, schauen wir ganz kurz drauf. Ja, wir müssen da irgendwie... Ja gut, nach Hause kommen sie immer, ne? Ja, genau, ich bin da das letzte Mal unten rumgefahren, weil hier nämlich auch solche ekelhaften Mulden sind. Mit dem Motorrad geht es halt um einiges leichter, ne? Hier durchzufahren. Kann zwar auch sein, dass ich damals stecken bleibe mit dem Moped an dem Baum. Weil es einfach recht zackig geht hier. Ups, Entschuldigung. Wunderbar. Dann sind wir hier schon mal zurück. Und dann sind wir eigentlich auch gleich zu Hause. Also von daher würde ich sagen, mache ich auch an der Stelle dann fini, dass ich eben noch nach Hause fahre. Hier könnte man sogar noch Zeug zerlegen, ne? Weil ich ja extra die Werkbänke dahingestellt habe. Also hier würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Ich fahre noch die letzten Meter zurück. Autsch. Die letzten Meter zurück und wir schauen uns dann beim nächsten Mal nochmal unsere Base an. Ich habe ja quasi alles ein bisschen stärker gestellt. Sind ja auch mittlerweile 2000 Zombies bei der Welle. Ich muss nur mal gucken, dass ich das, wenn ich das nächste Mal das Spiel lade, dann auch nochmal die Stärke ein wenig nach oben drehe. Das Problem ist halt nur die Zombies von der Welle und die, was so rumlaufen, die hängen anscheinend zusammen. Das heißt also, wenn ich jetzt halt die verstärke und dann die Welle kommt,
oder besser gesagt nicht die Welle ist, dann habe ich da wieder quasi 10.000 Schuss auf einen so einen 0815 Zombie. Und das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht will, weil das absoluter Humbug ist. Also in meinen Augen zumindest ein absoluter Humbug ist. So, jetzt gucken wir mal drauf. Jawohl, gut. Alles klar, dann mache ich jetzt hier Schluss an der Stelle. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, lasst ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.